Hallo ihr Lieben, ich bin Jessica und ich zeige euch heute, wie ihr einen Luftballon aufblasen könnt, ohne ihn aufzupusten. Wie das funktionieren soll, ich zeig's euch. Ihr braucht einen Luftballon natürlich, Backpulver, Essig, einen Trichter und eine Verschlussklappe. Wenn ihr nicht so ein komisches Ding habt, dann fragt bitte eure Eltern, ob sie euch dann ganz schnell einen Knoten in den Luftballon reinmachen können. So. Als erstes nehmt ihr den Trichter und steckt ihn in den Luftballon. Rollt ihn so hoch, dass er ganz gut hält. Als nächstes brauchen wir das Backpulver und den Essig. Nehmt das Backpulverpäckchen und schüttet ungefähr die Hälfte in den Luftballon. Nehmt anschließend den Essig und schüttet ein bisschen davon rein. Nun müsst ihr schnell sein und den Luftballon gut festhalten. Nehmt nun den Verschlussclip und macht ihn schnell um den Hals des Luftballons. Jetzt ist er fixiert und unser Luftballon kann wachsen. Mein Luftballon wächst und wächst. Probiert's doch selber aus. Ich bin gespannt, auf was für ein Ergebnis ihr kommt. Vergesst natürlich nicht, das Arbeitsblatt auszufüllen. Viel Spaß dabei. Tschüss!